Jedes Jahr war es dasselbe Schauspiel, dabei wäre er so gern auch mit dabei gewesen. Die Strecke verlief zuerst geradeaus, dann verschwand sie im Wald, machte dort einen großen Bogen und kam auf der anderen Seite des Waldes wieder heraus. Die Kinder galoppierten die letzten Meter kerzengerade auf die Schlusslinie zu. Das Kind, das als erstes über die Ziellinie ritt, hatte gewonnen und erhielt einen riesigen Pokal. Tom bettelte wie schon das Jahr zuvor darum, mitmachen zu dürfen, aber alle Erwachsenen schüttelten den Kopf und er hörte immer wieder nur dieselbe Antwort. »Nein, Tom, du bist viel zu klein. Das ist viel zu gefährlich für dich. Das musst du doch einsehen. Wir wollen nicht, dass du herunterfällst. Denk doch nur daran, was da passieren könnte. Du könntest dich dabei schwer verletzen. Nein, nein, nein. Und nochmal nein.« Tom ärgerte sich wirklich sehr über die Erwachsenen, aber jeder Protest war sinnlos. So beschloss er, den ganzen Tag beim Reitunterricht zuzusehen. Manchmal lernt man ja nur vom Zusehen auch schon einiges. Er stellte sich abseits hin und beobachtete die Kinder und Pferde beim stundenlangen Training, bis es schließlich zum Reitwettbewerb ging. So, also er hat also immer diesen Ausschluss, weil andere glauben, da könnte was passieren, weil andere glauben, ah, du bist zu klein, weil andere sich Sorgen machen. So, und das immer wieder beim Bewusstsein. Sorgen drückt, Sorgen engt ein. Sorgen macht ein Kind klein. Und wenn man das ein paar Mal macht, dann sind sie auch nicht frei im Kopf, dann glauben die das uns Eltern oder uns Erwachsenen und hören auf, neugierig zu sein, hören auf, es zu probieren und trauen sich am Schluss sogar nichts mehr zu. Und das ist fatal für ein Kind, weil es nicht aus eigenen Erfahrungen die Grenzen kennengelernt hat, sondern weil es durch andere, die vielleicht runtergefallen sind, denen vielleicht was passiert ist, small Grenzen haben und irgendwann glauben, obwohl es zu großen Prozentzahlen nicht einmal der Wahrheit entspricht. Weil nicht jeder hat die gleichen Grenzen. Wirklich, nicht jeder hat die gleichen Grenzen. Nicht jeder hat das gleiche Schicksal. Nicht jeder muss das Gleiche erfahren bei derselben Tätigkeit. Also das ist mal wichtig, das zu wissen, weil somit engen wir unsere Kinder ein und machen sie klein und ängstlich und vor allem verlieren sie den Mut. Und das sind ja bloß kleine Dinge, die sie da lernen. Das wird noch viel, viel interessanter im Leben, nachher dann quasi etwas auszuprobieren und vor allem hinzufallen und aufzustehen. Das sind so Dinge, die gehen im kleinen Alter mit kleinen Dingen los und im großen Alter mit großen Dingen. Aber wenn sie es da nicht gelernt haben, werden sie es da nicht lernen. Wie heißt der Spruch? Was Hänschen nicht lernt, wird Hans nimmer lernen oder so ähnlich. Also das heißt, da setzt man den Boden, ganz, ganz wichtig, entmutigt eure Kinder nicht schon, bevor sie angefangen haben, Mut zu entwickeln. So macht man Kinder kaputt und so macht man sie klein. Und ich habe da jetzt einen Gegenwind gesetzt mit dieser Geschichte. Ich habe also den kleinen Tom das machen lassen. Wie geht er mit dieser Situation um? Was macht er? Bleibt dran, ich erzähl's euch.